Also, ich bin heile zu Hause wieder angekommen. Ich hoffe, ihr auch alle. Ich hoffe, euch geht's allen gut. So, ich habe jetzt auch nichts von Toten gehört, also hoffen wir mal das Beste. Ach so, und nicht wundern, heute wird das den Umständen geschuldet, ein etwas ernsterer Vlog. Ich versuche hier so wenig von meiner Meinung reinfließen zu lassen, wie ich kann, sondern ich will, dass ihr eure eigene Meinung bilden könnt. So, wenn ihr euch eine gebildet habt, schreibt sie gerne am Ende des Videos in die Kommentare. Ein Tag vor dem Spiel waren 50 mit Baseballschläger und Macheten bewaffnete Marseille-Fans, sind durch die Restaurants gegangen am Hafen und haben deutsch aussehende Leute raus oder deutsch sprechende Leute rausgezogen, ausgeraubt. Die Polizei hat nichts gemacht. Wer was getan hat, waren dann unsere Hooligans, die sind geschlossen zusammen aufgetreten. Die haben sich dann darum gekümmert und haben halt die vertrieben und dann wurden sie von der Polizei aber dann angegriffen. Das sind meine Infos so, wenn ihr es anders gehört habt, belehrt mich eines Besseren. So Leute, heute geht's mit dem Bus nach Marseille. Gibt auch ein bisschen Komplikationen in Marseille angeblich. Anscheinend werden Leute in Frankfurt Sachen verhaftet. Man darf nicht selber zum Stadion laufen, man muss irgendwie direkt mit dem Bus in die Tiefgarage reinfahren. Also wir machen wohl übelsten Heckmeck. Danke Köln an der Stelle, ne? Aber ja, schauen wir mal, wird bestimmt trotzdem cool. Werden wir wenigstens nicht abgestochen, ne? Also wir sind jetzt hier auf diesem Platz und man darf auch nicht runter von diesem Platz. Auf dem Weg hierher, da waren wir noch nicht in der Meute, da waren wir hinter der Meute. Dann kam so ein französischer Araber mit dem E-Scooter um mich rumgefahren. Der hat dann gefragt, ob ich mit ihm in die Straße komme, 1 gegen 1, also auf Englisch, 1 gegen 1 machen. Dann habe ich gesagt, nein, ihr seid dafür bekannt, dass ihr stabbt, also dass ihr Messerstecher seid. Und so, oh ja, du hast Angst. Und wir sind uns halt ziemlich sicher, so, der hätte uns irgendwo hingelockt. Wären wir dann abgerissen worden von mehreren Leuten oder hätten Messer gezogen, irgendwas. Das sind komische Fans. Marseille-Fans sind ganz komische Fans. Bei uns ist ja so üblich, dass Ultras und Hooligans, wenn die Stress machen, gegen Ultras und Hooligans gehen. Und hier stehen die anscheinend drauf, auf normale Fans zu gehen. Keine Ahnung. Aber ja, schauen wir mal, wie es dann im Stadion wird. Wir werden mit so Bussen eskortiert. Mit diesen Bussen werden wir eskortiert bis zum Stadion. Man darf nicht selber fahren. Aber ja, ist vielleicht auch besser so, ne? Schauen wir mal, was hier abgeht. Ich finde auch nirgendwo Alkohol. Ich muss einfach jetzt nüchtern aufs Spiel. Was wahrscheinlich auch im Stadion nichts geben wird. Aber ja, mal schauen, ne? Die werden ja gar nicht kontrolliert. Null. Die dürfen einfach rein. Sogar die Mädchen. Sogar die Mädchen einfach. Bei uns sind wenigstens Frauen und Kinder normal. Kein Fußball, das Bürgerkrieg.
Franzosen. Dachschaden und dann heißt es, Frankfurt wäre schlimm. Kommt endlich die Polizei oder was? So, ich weiß jetzt, was los ist. Eine Frau von uns wurde von einer Rakete ins Gesicht getroffen. Deswegen sind die alle da rausgestürmt. Und deswegen sind die unten jetzt nicht da und wir haben keine Vorsänger und keine Trommel. Und da hinten ist gerade auch irgendwas. Das geht nah an. Sprengen die sich selber in die Luft oder was? Das ist sehr heftig, was hier abgeht. Das ist wie ein Bürgerkrieg, ist nicht normal. Aber ja, ich hoffe, die holen was kommt wieder und die Stimmung geht mal weiter. Weil so ist absolut keine Stimmung von uns. Okay, man
man sieht es nicht, aber da hängt eine Israel-Flagge und deswegen haben wir jetzt die eigenen Fans, weil dies hier sind ja Nordafrikaner und Palästinenser und die sind jetzt darüber und haben mit den eigenen Fans gestunken, weil die dann eine Israel-Flagge hängen haben und die anderen Palästinenser sind. Eieiei, was ist hier nur los? Das hört ja gar nicht mehr auf. So, die Ultras sind übrigens wieder da. Zumindest zum Teil.
Wenn euch der Vlog gefallen hat, wird es natürlich mir sehr helfen, wenn ihr liked und abonniert. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber freuen würde ich mich trotzdem.